Okay, hallo Leute und herzlich willkommen wieder zu einer Folge von Tale of Kingdoms. Ja, das hier ist die 50. Folge und letzte Folge und ich hatte mir überlegt, das am 24. rauszubringen, aber das wurde nix, weil ich keinen gefunden habe zu der Zeit, der irgendwie das vorhin noch machen konnte und es generell zeigt irgendwann pipapo halt. Ja, ich habe mir jetzt einfach als Special Guest hier den, ja komm, du stellst dich einfach selbst vor, denke ich mal. Pascal, der Luxusbauer, wie aus sämtlichen anderen LPs. Vor allem ja, eigentlich nur Jubiläum-Special, ne? Ja, genau das. Das ist ja jetzt vorbei. Ja, habe ich jetzt auch vor kurzem erst wieder in die nächste Folge gemacht. Vielleicht kennst du, weißt du schon so grob, worum es geht. Ja, aber dieses Labyrinth, dieses verrückte Labyrinth. Ich hab ja, das nur ist den... das Labyrinth. Ja, das ist schon älter, aber... Wir wissen nicht, so also ganz up-to-date. Ja, hab zur Zeit anderen Kram zu tun. Ja, ja, klar, ist Weihnachten und so. Ja. Kann ich vollkommen verstehen. irgendwie. Er ist gerade voll verschleimt bei mir. Warum? Ja, also, ich hatte schon mal vorweg angekündigt, dass wir uns hier näher mit dieser... Hallo, Y? Ach, genau. Mit dieser Geschichte hier befassen werden, beschäftigen werden. Ja, ich hatte dazu jetzt... Genau, Excalibur. Wie man es aus den Artus Legenden und sowas kennt, dieses Excalibur, was er dann bekommt. Das Schwert. Genau, dann habe ich hier mal ein bisschen die Wiki geöffnet. Ich wechsle mal rüber mit dem Mauszeiger. Ja, das ist jetzt nicht. Das ist natürlich jetzt nicht. Ja, Excalibur ist ein magisches goldenes Schwert. Bla bla bla. Also es gibt dann diese Formen. Das eine Schwert, ja, macht nicht mehr Schaden als eine Faust und basically just looks nice. Achso, und sieht halt nice aus. Stuff ist kein Unterschied zwischen dem Schwert vom äußeren Aussehen wie Zeug. Okay, das ergibt gerade alles keinen Sinn, was ich hier so sage. Egal, wir probieren es einfach aus, denke ich. Also wir klicken hier auf Drive, spawn your sword. Was ist das denn? Hammer Schwert. Ja, keine Ahnung, wo das ist. Hab ich jetzt hier eben. Also wo? Ja. Eigentlich. Aber jetzt bewegst du es. Vielleicht ist es irgendwo ein Stein. Wie es aus der Legende so ist. Das wäre awesome. Aber wo? Vielleicht mitten irgendwo auf dem Platz. Da wo es jeder sehen kann und anglotzen kann. Also hier ist ja so ein fetter Platz, aber da nehmen die Leute hier höchstens ein Bad gerade. Ja, schade, dass man keine Map kriegt. Oh, Katze. Ja, die Welt hier ist im Dschungel. Das war mal ein Dschungelteil. Ja, es war, ja. Man sieht so vereinzelt noch Baumkronen und so. Ja, dann haben wir hier noch einen Platz mit einem Brunnen. Einspringen, nein. Schubsen, ne? Wo soll das sein? Voll strange. Steht das hier, wo das hinkommt? Spawn Excalibur. Ha, ich hab das Schwert bekommen. Na. Wir werden mal auf, sowas zu klicken. Na, keine Ahnung, was ist das Excharge da? Das ist bestimmt Level oder sowas. Oder ja, Aufladung. Das auch Ding, ja. Man weiß es nicht. Lauf, auf jeden Fall nice aus. Ich hätte einfach überlegt, hier ein bisschen Monsterjagd zu gehen. Da haben wir einen Creeper. Und zu gucken, was die Schwerte denn also bringen. Der Creeper fliegt genau zu dir statt weg. Also bei mir fragt es so noch nicht. Man hört nur am also Bild an der Maus kloppen. Ja toll, muss man richtig lange drauf kloppen, aber es geht halt nicht verloren, das Schwert. Wir sind gerade alle Mobs hier verschwunden. Krass. Wir muss man warten, bis das da unten voll ist. Ja, muss man. Woher nimmst du das? Weiß ich. Achso, einfach. Hier Schwert mal elektrisch aufgeladen war. Achso. Hier steht, dass diese Form Bolt
funktioniert praktisch so ähnlich wie eine massive Laserkanone. Es schießt Strahlen von condensed awesome towards. Haben wir nicht zuerst Drive genommen? Fürs. Ja, Drive. Kein Unterschied zwischen. Sieht halt aus wie so ein Stoff, ne, keine Ahnung. Sieht eigentlich übersetzt. Sieht einfach nur besser aus, oder wie? Also ich kann es gerade voll nicht übersetzen hier. Ja, also es macht keinen Unterschied zwischen dem Schwert, also einem normalen Schwert, wenn wir das genommen hätten. Es funktioniert, also es macht so viel Schaden wie eine Faust. Oh mein Gott. Ja, voll super. Vielleicht kann man das ja entscheiden. Kann ich auch gleich das Schwert wieder einen Stein rammen und den Stein mit dem Schwert nehmen, macht bisschen mehr Damage. Und Rest ist nicht Skelett, nur Simpo. Ich muss das jetzt nicht unbedingt aus dem Stein ziehen, sondern einfach hier irgendwie Spawn Excalibur machen. Aber es kriegt zumindest keinen Schaden. Halt so den Spawner gegen den Kopf werfen. Kann man auch machen. Oder ein Schwein. Wie auch immer. Ich muss gerade hier überlegen, wo ist denn die Brücke? Na toll, jetzt geht die Sonne auf. Okay, ja, hier ist ein Durchgang. Blende. Ah, da haben wir die Brücke. Ja, wir warten jetzt einfach mal bis das Ding hier da unten aufgeladen ist. Dann nehmen wir mal dieses Bond-Ding. Oh, weiß nicht, ob es spricht. Okay, jetzt aufgeladen. Epsilon! So, wir wollen das hier. Okay, außen. Hallo! Was denn? Okay. Piu! Mach was! Gleich mal das andere nehmen. Awesome! Leckt das nur hart oder? Ah, jetzt. Voll cool! Das ist ja kein Excalibur oder Schwert mehr, das ist ein Zauberstab. Ja. Was ist das denn für eine Verarsche? Voll der krasse Zauberstab. Und hattest du doch noch gerade ein verzaubertes Schwert in der Hand für kurze Zeit. Ja, aber das ist dann durch dieses Artefakt hier ersetzt worden. Die. Das Iron Man Laser. Gestorben. Auf jeden Fall macht Damage, aber nicht sehr viel mehr als ein normaler Schwert auf Nahkampf. Ja, also es ist deutlich. Dann braucht genau 3 Schläge für eine Spinne. Wofür machen die Diamantschwert ohne Verzauberung? Glaubig, ja, 3 Schläge. Also das Coole ist ja, dass praktisch so eine Art TNT-Kanone ist. Und wenn man außerdem ein Monster Leben vor sich hat, dann hat man gelost. Siehst du, das regeneriert auch einem ständig Leben gerade. Man sieht immer so Herzen bei mir aufsteigen. Oh, nein. Oh, wer schießt das mal so Bauhitze rein? Ja, es brennt. Die Feuerwehr, die pennt. Hüpsala. Ja, es liegt jetzt gerade bei mir so 7 Frames per Second. Ja. Ja, also ich muss sagen, bisher, das ist das geilste. Brennt da auch hinter dir gerade der Baum? Hinter mir, ja, da hinten brennt da auch da. Ganze Dschungel fackelt gleich ab. Aber ich habe die Welt hier nochmal. Du musst ein Singleplayer werden. Und was passiert, wenn das extra schwer ist? Ist das Schwert dann weg oder wie? Keine Ahnung. Weil vorhin hat sich ja ganze Zeit aufgeladen, jetzt nimmt's auf. Ja, jetzt geht's bei euch in eine Richtung, ne? Ja, vielleicht muss ich doch. Auch so ein Zerstörer war der Welt. Ich geh mal zur Gildenburg und reiß da alles nieder. Das wird sowas. Da kommen die ganzen Schwerkämpfer. Oh mein Gott, Schweine! Oh, guck mal, gebratenes Hühnchen. Aber oh, zumindest was zu essen. Es macht Feuerschaden. Ja, das ist ja ein normales Schwert. Toll. Ja, jetzt habe ich wieder ein normales Schwert, ja. Laut es auf an der Steckdose. Lebkuchen. Auf der Kackwald hier eigentlich. Ich habe die Grafik mal ein bisschen zurückgeschraubt. Das ist ja so eine Fast-Grafik. Damit das halt nicht so krass hier ruckelt. Werde ich das hier ausprobieren. Und während Pascal hier auch in Skype ist. Jo. Also. Ja, das ist übrigens mein Haus. Nice. Ja, das ist wirklich nice.
Ich hatte überlegt, wenn ich mit dem Mod hier fertig bin, das einfach in die 146 zu konvertieren und dann einfach an dem Haus weiterzubauen. Also praktisch so ein Stück nochmal Let's Play zu machen. Wie man es kennt. Nur ist dann halt die Stadt oder und die sowas. Die ganzen da. Bürger dann im Dingspunkt. Ja, die ganzen Bürger sind dann am Arsch. Sind weggezogen. Genau. Kein Bock mehr. Zu alt, zu neu für sie. Too much Technik. Ja, oder man macht vielleicht so eine Art Zeitreise, das ging ja auch noch. Sondern irgendwie in eine Eislandschaft geht und oh mein Gott, ich bin eingefroren und dann taucht man, wacht man wieder. Es gibt ja den Mod, dass man jetzt bei der 1.4.6 jetzt, ne, 5, ne? 6. Ne, 5, 6 gibt's da schon. Ja, 6. 1.4.6. Ja, dass man so eine Zeitreise jetzt machen kann. Aha. Also ich kenne das jetzt bisher nur irgendwie. Aus Fantasie. Cool, man kann es enchanten. Und verbringen, ja, ob es dann auch für die anderen Entwicklung geht. Ach guck mal, ich sehe gerade hier unten, dass ich da dieses Level nicht mehr habe. Okay, auf, zurück zur Stadt, da kann man wieder in die Bibliothek gehen und... Büffeln. Ja genau, büffeln wir ein bisschen und dann kriegen wir Erfahrungspunkte für nichts. Dreh ich die Maus. Nee. Boah, ich hoffe ernsthaft, dass es nicht so leckt, nachdem ich es hier gerendert habe und sowas. Sonst wäre das irgendwie gerne traurig. Okay, laufen wir dahin zur Stadt. Dein Weg muss ich eigentlich... Du meinst so Vorporten bei mir. Hack, 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 hack. Ja, das ist auch gerade nicht unbedingt besser bei mir. Weil, was ich für Minecraft auch, ne, war ich manchmal so 50 Frames. Ne, ich hab hier gerade so unter die 10. Aber das ist eigentlich normal. Es ist eigentlich besser, umso höher die Frames sind, ja, oder umso niedriger. Frames heißt ja nur Bilder pro Sekunde. Und das heißt, wenn du irgendwie 7 Bilder pro Sekunde hast, dann ist das klar, dass das ruckelt. Ja. Okay, wir gehen wieder hier rein. Ich muss gerade den Eingang finden. Ich will da irgendwo mal... Ah, da vorne ist er schon. Bin ich gut. Ich möchte ganz gerne da rein. Hallo. Wo haben wir die Bibliothek? Die müsste jetzt... Hier ist Magiergeschichte. Eins weiter ist die Bibliothek. Die Magier müssen auch was zu büffeln haben. Ne, die Magier kannst du im Kampf Magier dir holen, da. Ich weiß, das hier. Ja, habe ich schon mal gemacht, ja. In der vorherigen Folge. Also, Study in the Library. Research on Excalibur. Okay, jetzt habe ich das gesehen. Ist das Ding verzaubert? Ist das... Ja, ist das verzaubert? Ja, es leuchtet so komisch. Aha, mir gar nicht aufgefallen. Nee, das leuchtet jetzt nicht mehr. Hä? What the hell? Ja, wir investieren einfach ein bisschen hier mal in die Bibliothek und dann kriegen wir hier, guck mal, 60 Gold per Haus. Das sind praktisch die Steuern. Geil. Geld abzocke. Ja, cool, dann ist das ja nicht aufgeladen. Y! Danke. Healing, Hestage, Berserk, Barriere. Immer Barriere und das, was du gerade noch hattest. Okay, jetzt hab ich nur die Aura-Geschichte hier drauf. Der ist irgendwie wieder weg. Hä? Ich glaube, wenn du einmal im Wunsch legst. Ich glaube, das Ding was zu bewirken. Das muss ich, glaube ich, nicht verstehen, ne? The sword Bolt is already in your grasp. Was ist grasp? Hä? Gesundheit, liebe Leute, aber ich verstehe nicht, was Grasp heißt. Kriegst du nochmal Spawn oder Spawn irgendwas? Spawn Excalibur auf Y. Spawn ist dann nur Grasp. Ja, wahrscheinlich Faust oder Besitz oder so, ne? Würde ich jetzt einfach mal spekulieren. Also Faust ist Fist und Grasp würde ich dann Besitz sagen. Warum stehe ich eigentlich immer auf E? Okay, wir holen jetzt das Bolt. Was geht denn hier ab? Ganz viele Zeichen und so. Das ist wahrscheinlich die Barriere.
Oh, lustig. Was ist denn aus den Bücherregalen? Moment. Ja! Lol. Was denn? Fliegen die ganzen Symbole zu dir, oder wie? Ja! I charging my laser. Okay! Bäm, ne, passiert nichts. Ich hab Energie. Brennt da unten was? Ja, ist ja auch, das ist ein Kamin oder so. Okay, lesen wir mal, was die Aura-Dinger eigentlich sein sollen. Also, die vier Healing, Stage Increase Speed, also wir haben Barriere, ne? Hurts enemies when they enter a certain range around you. It has not to be measured, but is about 5 to 10 blocks. Ach so, das braucht bei so einen Permanentschaden. Okay. Bei Gegnern. Ja, das ist wirklich geil. Also Berserker Increase. Also sozusagen, man könnte jetzt eine Armee damit aufstellen. Einer rennt damit ja, rum, genau, und damit so rum. Und der andere hielt die ganze Zeit. Mhm. Und das ist wie so ein Rollenspiel. Ja, praktisch. Könnte glatt WoW sein. Nein. Also wäre Haste, das so, nein, also ich hätte jetzt nicht Haste WoW genommen. Moment. Ich spiel's nicht selbst aus, sonst heißt man ja die Fresse. Nope, jetzt habe ich fast aufgelegt. Okay, hätten wir Haste das genommen, dann hätten wir praktisch einen dreifach normalen Walking Speed. Berserker. The attack rate of your soldiers. Okay, warte, dann gibt's noch irgendwas mit Glitches. When you block with it becomes enchanted for the duration of the block. If while blocking you scroll the mouse wheel so you are holding a different item, the enchant will stay. You can do this as many times as you like, but the enchantments will able be level 1. Huh? When you block with it, well, habe ich Glitch? Was ist denn das? Zeig mal, ist diese Barriere da. Glitches können wir vielleicht irgendwann mal ausprobieren, wenn wir es mal sehen. Oder zeigen, whatever do you like. Geht denn bei dir gerade ab? Keine Ahnung. Da versucht jemand mich jetzt zu unterbrechen in meiner Aufnahme. Haha, schon wieder. Ah, oh, nice. Nee, keine Ahnung, was ist denn Glitches hier? Ach so, ja, warte, bevor die Frage aufkommt, das geht übrigens mit Y. Steht hier auch open able with the Y-Key. Nein, kannst du ausmachen. Danke. Staff, Drive, Launch, Node and Bolt. Hm. Nee, aber okay. Was hier Glitch sein soll? Glitches, Glitches, was war denn mit Glitches? Wie auch immer, also. Das Einzige, was ich jetzt hier praktisch noch mitbekommen habe, ist, dass ich jetzt hier gar nichts machen kann. Na doch jetzt. Also man kann praktisch für kurze Zeit dann praktisch so eine, leck mich, so eine Verzauberung hier drauf holen. Und ja. Das hier sind praktisch unterschiedliche Arten, also die machen dann auch irgendwie unterschiedliche Damage und sowas alles, Eigenschaften. Surround wäre geil. Not enough charge. Achso. Mhm, ja, also Erfahrung und sowas, denke ich mal. Das Schwert kann man dann auch, wenn ich mich nicht irre, zu der Magiergilde bringen. Lauf. Man muss auch rennen, ne? Na egal. Dann rennst du jetzt. Eine neue Erfindung, rennen. Das ist unglaublich praktisch, dass er schon in der 1.2.5 gab. So, dann kann man nämlich hier auch zu den Magier gehen. Und dann kann man Enchantment Weapon. Change Excalibur Spell. Ah genau, dann kann man nämlich den Zauber praktisch da ändern lassen. Seine Waffen hier enchanten. Das kostet dann halt so alles Geld. Aber das kriegt man dann später eh, wenn man einfach nur wartet. Und ja, mehr fällt mir jetzt auch gerade nicht ein, was man mit dem Schwert machen kann. Also es hat coole Eigenschaften, dafür braucht man aber Erfahrungspunkte. Und ja, wenn man die Eigenschaft praktisch ändern möchte oder so, den Zauber, der auf dem Schwert liegt, dann muss man ein bisschen Geld in der Tasche haben. So circa 5000. Oder man kann sich auch seine Waffen praktisch enchanten lassen. Aber das kostet halt alles hier Geld. Bis auf den Kuchen natürlich. Oh, den habe ich ganz gut aufgegessen hier, sehe ich gerade.
Aha. Ja, ich finde das ja eh am tollsten, ne? Hier ganz viel Kuchen, nehmen wir einfach so. Nom, 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 nom. Oh, kann ich auch töten. Stirb, Bitch! Also eigentlich dürften die nicht sterben. Und wenn sie halt sterben Damage sollten, mit deinem Schwert. Und wenn sie halt sterben sollten, dann das ist eine Landespolizei mitgenommen, mal. Ja, wenn sie sterben sollten, dann scheiß drauf, dann schaust du praktisch Minecraft einfach neu und dann sind sie auch wieder da. Und dann beginnt er halt kurz raus und lädt die Welt neu. Je nachdem. Und da steht doch mal die Polizei vor der Tür. Ne, Polizei gibt's ja nicht. Die Soldaten kaufst du ja selbst. Ist doch unfair. Ja, Moment, hier ist ja die Kaserne, ne? Du kannst die Soldaten selbst kaufen. Ja, du hast ja auch, du hast ja schon einen Bogenschützen auch die Dorfbewohner an. Nee, nee, ich weiß. Massenmord. Ach, weil dann kriegen wir die falsche hier. Ja, genau, hier kann man. Kann auch alle Verteidiger hier zusammenrufen. Ich leg dann zwei Büschel. Ja, und dann kann man mit denen ja wieder durch die Landschaft ziehen und gemeinsam mit den Mobs angreifen und alles. Das ist eigentlich ganz cool. Oder die nur angreifen lassen, du rennst weg. Ja, das geht natürlich auch. Aber dann darfst du den. Wer ist denn der Blaue da? Das ist ein Magier. Ja, das ist ein Magier. Der mit der Kapuze ist ein Magier, der rechts da ist der Bogenschütze. Ich glaube, der kann nur zwei Level leveln. Und der Rest, die Paladine hier, kann vier Level leveln, also ist ihr höchstes. Magier weiß ich nicht, habe ich mich noch nicht damit beschäftigt. Das müsst ihr dann alles selbst schauen. Ja, ich gehe dann hier mal mit gutem Gewissen aus der 50. Folge mal schauen, was ich hier mit Tale of Kings dieser ganzen Welt hier noch machen werde. Ich bedanke mich bei dir, Pascal, dass du mit dabei warst. So als Special-Kommentator. Ihr könnt auch bei dessen Kanal vorbeischauen, aber da ist halt nicht viel los, wenn ich mich nicht irre, ne? Nee, ich habe auch überlegt, auch selbst schon anzufangen, aber das wird noch eine Weile dauern. Ja, mal schauen. Wenn es soweit ist, dann werde ich das auf jeden Fall hier irgendwo mal verlinken. In einem Jahr oder so. Also spät werde ich auch nicht anfangen. Ach nicht? Nächstes Jahr, erster, zweiter vielleicht. Ich muss gucken. Ich kann den Soldaten gar nicht schlagen. Aha. PvP ist aus. Das Gras kann ich kaputt machen mit dem Schwert. Das Schwert ist. Also sag mal, greifen die dich an. PvP ist aus. Ja, nee, es leckt mich. Dann versuchst du doch mal mit den Strahl zu treffen, vielleicht gehen sie dann kaputt. Ja, mach ich jetzt mal. Ich hol mir Bolt und Berserker und dann gehen wir mal. So als krönender Abschluss. Na, muss ich mal ein bisschen warten, wie es hier scheint. Okay. Ach, diese Buchstaben habe ich die ganze Zeit um mich herum. Das ist nicht nur in der Bibliothek. Interessant. Denke, das ist wahrscheinlich immer den Effekt, wenn man auf wie ist der Zauber? Healing Bolt. Nee, nicht Bolt, Das andere war da noch zur Verfügung schon. Moment. Ist die Wand eigentlich hohl? Komplett? Ja, also die hat so einen kleinen Hohlraum. Da ist Klaus drin, damit da keine Monster spawnen und so. Es kommt halt einfach nur auf die Dekan. Was meinst du? Ja, Haste. Da gab's doch irgendwie so. Achso, Haste. Die Surround war es, dass man Erfahrung kriegt. Achso. Während das. Weiß ich jetzt nicht. Immer hast du doch gesagt, dass man Erfahrung kriegt. Bei irgendeinem Effekt. The Dim Surround plus Blaze like up in the air above you and explode when it's proximate to mobs. It causes a large fire explosion but das klingt ja auch interessant. Hat man nur das genommen dann? Alles abfackeln. Barrikade war das mit 5 bis 10 Blöcken Schaden bei den Gegnern und so. Berserker war die Raid Attack von Soldaten wird halt größer, also die machen halt mehr Schaden und so weiter. Und das wollen wir jetzt einfach mal austesten. Ich hoffe, da hinten sind ein paar Mobs, ja, tatsächlich sind's. Mal gleich ist das Ding leer. Die. Ist einfach verschwunden. Respawn. Oh, mein Zombie. Guck, die stürzen sich alle auf den, ey. Das wird geil. Das wird geil drauf. Rapp. Das meinte ich, da waren die große voll. Ah, guck mal, das hat vorhin eine kleine Barrikade erzeugt. Ja, meine Ritter, die cutten gerade ein bisschen ab hier. Das war so Singleplayer. Ja, also man hat jetzt vorhin bei der Spinne
so gerade erkennen können, dass das eine Barrikade erzeugt, wo sie nicht mehr durchkam. Aber richtig schlecht hat man es erkennen können, muss ich ehrlich sagen. Besser sie funktioniert, als irgendwie auszusehen. Und dann sieht man gar nicht mehr die Schwinde, wo sind denn jetzt hin? Dann sieht man nur so ein Fleck, weißt du. Wie bei Star Wars. Wenn der ganze auf einen Punkt schießt, kannst du auch nicht mehr rausballern. Da siehst du nichts mehr. Außer diese. Ach, das ist im Arsch. Das hast du kaputt gemacht. Jetzt leuchtet das Schwert hier. Wenn ich das so halte, leuchtet das. So nicht mehr. So leuchtet's, so nicht mehr. So leuchtet's, so nicht mehr. So leuchtet's, jetzt nicht mehr. Na egal, also ich denke, das müssen einfach hier zu mir meinen Abonnenten selbst mal schauen. Ich glaube, anders verreckt. Ja, oder ich habe die einfach wieder abgehangen, das schaffe ich auch immer wieder. Die haben ja die tolle Fähigkeit. So ein Kommen. Ja, oder so. Er hat schon wieder nicht aufgepasst. Weg hier! Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine neue Version von Tale of Kingdoms gibt. Wenn ich die finden sollte, oder wenn ihr sie findet, dann schreibt sie bitte in die Kommentare. Wenn ich sie finde, dann, ja... Ja, mal schauen. Gibt's halt neue Parts, nein. Ja, klar, gibt's neue Parts. Ne, ich denke einfach mal halt so, ja, das sind die Neuheiten jetzt von dem, das und das hat sich geändert. Bums aus, fertig. Denn Tale of Kingdoms, finde ich, ist ein geiler Mod. Er ist deutlich besser als die ganzen anderen kleinen Scheißdinger. Sorry für meine Wortwahl, aber es ist so. Wen interessiert plötzlich so ein super-duper Creeper, der in kutterbunten Farben hier rumrennt und... Keine Ahnung. Die Leute haben halt Langeweile, die wollen was Buntes sehen. Ja, die halt... Na, ja, also manche Mods sind nicht unbedingt besser, aber... Ja, es gibt ja unnötige Mods. Du kannst sogar springen, toll. Das bringt auch echt viel. Ja, aber dieser hier hat mir besonders gut gefallen. Der kriegt dann von mir nur als Plusbewertung. Und ja, so. Ich würde auch. Ist halt nur schade, dass da nichts auf Deutsch halt vorhanden ist, aber mein Gott. Da muss man halt einfach drüber stehen. Manche Monster auch nicht auf Deutsch. Andere. Genau. Ja, dann sagen wir hier jetzt doch noch tschö, nachdem wir 5 Minuten weitergemacht haben. Und wir sehen uns in einem anderen Video, nicht mehr in Tale of Kingdoms erstmal. Ja. Ciao, ciao. Ja. Auch von mir. Ich meld mich damit auch noch ab. Boah.